Es gibt heute eine ganz besonders wichtige Botschaft für alle Menschen auf der Erde. Der Ruf ist ertönt und sie sagen, teile dieses Video so oft du kannst mit deinen Freunden, damit sich die Botschaft auch verbreiten kann und bleibe unbedingt dran, denn es geht gleich los. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Monika Nerianer Kardinal, das Hauptmedium der Smarana-Gruppe und wir sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten. Wir sind eins der größten Online-Portale für spirituelle Bewusstseinserweiterung und Webinare. Und wenn du immer die neuesten Botschaften der geistigen Welt erhalten möchtest, dann abonniere am besten gleich meinen Kanal. Vielen Dank dafür. Ja, und heute geht es um diese äußerst wichtige Nachricht. Und der geistigen Welt, den Wesen aus dem Universum, ist es sehr wichtig, dass diese Botschaft so viel wie möglich Menschen erreicht. Es geht um die aktuelle Zeit, es geht um die aktuelle Transformation, die wir einfach brauchen, um daraus das Neue erschaffen zu können. Und im Moment sind wir ziemlich, ja, tief in dieser Transformation. Viele Menschen werden krank und viele Menschen kommen dadurch in eine Reinigung, sodass alles, was von der Umwelt, von diesen Energien aus dem Kollektiv sich anhaften will, keine Chance mehr hat. Das ist der eine Teil. Dann wird ein sehr, sehr großes Portal sich öffnen und die geistige Welt hat abgewartet, bis die 10 Portaltage beginnen, um dann konzentriert Energien auf die Erde zu senden, die uns unterstützen werden, das Neue zu kreieren, das Beste aus der Transformation zu machen. Und es wird vielen Menschen helfen, in das neue Bewusstsein leichter hineinzukommen. Es wurde ja schon in vielen alten religiösen Schriften schon so lange davon berichtet, dass die neue Erde entsteht. Und das ist jetzt im Moment richtig fühlbar. Es geht ja schon über Jahrtausende sozusagen. Wir werden eine neue Ära des Friedens erreichen, der Liebe und des Verständnisses untereinander. Und ich frage dich, bist du bereit, diesen Schritt zu tun? Bist du bereit, in das neue Bewusstsein hineinzutauchen und die große Veränderung herbeizuführen? Sie haben gesagt, jeder einzelne Mensch ist so wichtig. Es kommt auf jeden Einzelnen drauf an und es beginnt am 24.01. bis zum 2.02. In dieser Zeit wird extrem hohe Energie von dem Universum auf die Erde geschickt und es wird sicher einige von uns vielleicht, sicher vielleicht beuteln und wir werden. Ja, die Feinfühligen werden dies sehr intensiv spüren. Aber es ist deswegen so intensiv, dass auch die weniger Feinfühligen es spüren und dadurch auf einmal ein anderes Bewusstsein bekommen. Und ich freue mich wirklich sehr darauf, auf diese Zeit, auch wenn sie anstrengend sein wird. Aber sie gibt uns die Chance, dass es weitergeht. Und ich habe die ganze Nacht mit den lieben Wesen des Universums gesprochen und jetzt übergebe ich euch diese wundervolle Botschaft und ich wünsche euch jetzt schon ganz viel Freude dabei. Und sie sagen auch, es ist wichtig, dass wir unser Bewusstsein ständig in der höheren Energie hineinbringen und dort auch lassen. Das heißt also in der Dankbarkeit sein, sich nicht an negativen Dingen festhalten, sondern immer in die positive Richtung gehen. Umso mehr kann uns diese Energie unterstützen, die jetzt von oben zu uns kommt. Das wäre ganz wichtig. Ja, und gleich werdet ihr diese Botschaft hören. Und sie ist besonders wichtig für alle Menschen, denn sie betrifft uns alle. Und sie wird uns unterstützen, besser mit den aktuellen Zeitqualitäten zurechtzukommen, denn es ist ja doch sehr anstrengend für einige unter uns und besonders für die Hochsensiblen natürlich. Aber sie sagen auch, es ist ganz wichtig,
dass du dein Bewusstsein ständig erhöhst und in der positiven Energie bleibst. Und sie sagen auch, es wäre wichtig, sich immer wieder weiterzubilden. Dies kannst du tun in Meditationen, dies kannst du tun, indem du Botschaften hörst oder auch Webinare besuchst. Es gibt von uns gerade ein ganz tolles Webinar Ausbildung zum Medium der neuen Zeit Teil 4 und du kannst auch einfach mittendrin anfangen. Du musst nicht bei 1 anfangen, du kannst auch bei 4 anfangen. Der Link ist unter dem Video, schaut euch das mal an. Dort wird ganz Wichtiges auch gelehrt in Bezug auf Transformation, auf Inkarnationsarbeit, Schattenarbeit und so weiter. Ja, und jetzt kommt auch gleich die Botschaft. Ich will euch nicht mehr länger in Spannung halten, denn sie will auch raus und es ist ganz wichtig, was jetzt gesagt wird. Ich wünsche euch gleich ganz viel Freude dabei. Ich werde mich einsprühen mit meinem Starseed Spray. Einfach, weil ich dann sofort im Universum, also schneller ins Universum, in dieses hohe Bewusstsein hineinkomme. Vielleicht können das manche von euch riechen. Das ist übrigens eine Fähigkeit, die haben manche Menschen, die können auch die Engel riechen. Und wenn das jetzt so ist, dann freu dich, falls du das jetzt gerade den Duft wahrnehmen kannst. So, und jetzt werden wir beginnen. Geliebte Menschenfamilie, voller Freude lade ich dich heute ein, die Botschaft der geistigen Welt zu hören. Und damit du diese Botschaft in ihrer vollen Größe und Tiefe empfangen kannst, bitte ich dich, das Licht der Liebe von Smarana einzuatmen. Denn sobald du beginnst, dieses Licht von Smarana einzuatmen, legt sich der goldene Mantel von Smarana um deine Schultern. Und in diesem Moment bist du geschützt und bereit, die Botschaft zu empfangen. Und so atme nun in einem Rhythmus, welcher dir gut tut, das Licht der Liebe ein und aus. Fühle dein Herz, fühle die goldene Sonne in deinem Herzen und spüre, wie sich dein Bewusstsein öffnet, die Botschaft zu empfangen. Liebes, hohes, göttliches Wesen auf der Erde. Lieber Mensch, es spricht Aran zu dir. Ich wurde heute auserwählt, um diese überaus wichtige Botschaft auf die Erde zu bringen. Denn wir, die lichten Wesen, wir haben für euch ein ganz großes Portal errichtet und dieses Portal wird sich in Kürze öffnen. Es wird für eine gewisse Zeit für euch verfügbar sein und das universelle göttliche Bewusstsein wird durch dieses Portal auf die Erde zu jedem Menschen fließen. Dieses göttliche Bewusstsein wird alle Menschen unterstützen, die neue Erde zu kreieren. Wir sehen zu, was auf der Erde geschieht. Und wir sehen auch, dass einige von euch sich etwas verloren fühlen,
zwischen den widersprüchlichen Informationen aus verschiedenen Quellen. Dazu möchten wir dir sagen, folge den Ruf deines Herzens und spüre dein innerstes Verständnis, um deine eigene Wahrheit herauszufinden. Der Aufstieg in die höheren Dimensionen der Liebe ist in vollem Gange und er beeinflusst den Energiefluss der Zeitlinien. Er beeinflusst das Denken und Wahrnehmen aller Menschen. Es wird so weit kommen, dass du feststellst, dass die Zeit, so wie du sie wahrnimmst, jetzt noch schneller vorangeht als vorher. Denn die hohen Energien, welche wir durch das Portal senden, werden den Aufstiegsprozess beschleunigen. Und die hohen Energien werden euch daran erinnern, weshalb ihr inkarniert seid. Denn ein jeder Einzelne, der heute hier zuhört, ist bereit, die Erde von der Dunkelheit zu befreien. Denn das ist eure Aufgabe. Dafür seid ihr in dieser Zeit hierher gekommen. Der Schleier des Vergessens wird immer dünner und gerade jetzt in der Zeit, wo wir dieses hohe Bewusstsein auf die Erde senden, werdet ihr in der Lage sein, euch noch viel mehr daran zu erinnern, an das, was ihr wirklich seid. Durch all diese Energien wird der Aufstieg auf ein höheres Level gehoben werden. Und viele von euch wissen, dass es in der geistigen Welt keine Begrenzungen gibt. Und dass die Seelen alles erreichen können, was sie möchten. Und so bitten wir dich, deine Aufmerksamkeit auf diese Grenzenlosigkeit zu legen. Und aus der Dualität zu lösen. Am besten tut ihr dies, indem ihr das für euren Verstand Unmögliche manifestiert. Denn Wunder sind möglich. All dies wird euch stärken und eure göttliche Seele wird dadurch weiter wachsen. Wichtig ist es zu meditieren und in der Stille zu bleiben. Denn in der Stille wird euch diese Energie, die wir durch dieses Portal zu euch senden, diese göttliche Liebe erreichen. Viel mehr in der Stille wird sie euch erreichen und ihr werdet daran wachsen. Eure Energie wird sich erhöhen und dadurch kann der Aufstieg unterstützt werden. Wichtig wäre es auch, dein Bewusstsein anzuheben, indem du dich spirituellen Techniken zuwendest, dein Bewusstsein schulst und so deine Seele unterstützt, das Wissen
was sie in sich trägt, zugänglich für dich zu machen. Mutter Erde ist bereit, weiter aufzusteigen. Sie hat schon einen großen Bewusstseinssprung gemacht. Mutter Erde hat sich auch gereinigt und sie wird sich noch weiter reinigen. Die Energien, die wir senden, sind sehr hoch und unterstützen auch Mutter Erde auf allen Ebenen. Und wir bitten dich, wir bitten euch, dieses Portal so oft zu nutzen, wie ihr könnt, denn dies hebt eure Energie an. Und jetzt, genau jetzt, ist die Zeit, dass die Veränderung kommen kann und euch aus dieser schwierigen Situation befreit, in welcher manche von euch sich befinden. Wir sind voller Liebe bei euch und einige von euch werden uns besonders intensiv spüren. Denn wir werden auch auf die Erde kommen. Wir werden kommen und unterstützen. Wir werden in der Zeit, wo das Portal geöffnet ist, die Energien halten und für euch da sein. Diese 10 Tage sind besonders wichtig für die ganze Menschheit, denn in dieser Zeit kann sich sehr viel verändern. So senden wir dir nun unseren Herzensgruß, unseren galaktischen Gruß, voller Freude auf das, was kommt, denn wir wirken sehr gerne für dich. Und so verabschiede ich, Aran, mich von dir, voller Liebe und Freude auf das, was kommt. Und du fühlst jetzt noch einmal ganz intensiv den Mantel von Smarana. Denn wenn du diesen Mantel, diese kommenden 10 Tage, um deine Schultern legst, wirst du spüren, dass alles leichter ist. Und dann komme nun in deiner eigenen Geschwindigkeit wieder in das Hier und Jetzt zurück und sei vollkommen wieder da. Bewege Hände und Füße und öffne deine Augen. War so schön und ich freue mich tatsächlich sehr auf diese 10 Tage jetzt. Es war sehr wichtig, was gesagt wurde und ich glaube, dass diese 10 Tage jetzt wirklich sehr viel Energie zu uns kommt und wir daraus das Beste machen können. Ich danke dir, dass du heute mir zugehört hast und diese Botschaft zu dir kam. Denke dran, teile das Video, dass ganz viele Menschen hören, was jetzt gerade los ist. Und wenn dir mein Video gefallen hat und du weiterhin die wichtigsten Botschaften der geistigen Welt erhalten möchtest, dann klicke einfach hier auf diese Kugel und abonniere mich. Ich danke dir sehr und freue mich schon auf das nächste Mal. Tschüss!